Borna. Autofahrer in der Rudolf-Wirschow-Straße in Borna bekommen seit Montagnachmittag ein lachendes oder ein trauriges Gesicht zu sehen, je nachdem, wie schnell sie vor dem Krankenhaus unterwegs sind. Die Stadt hat zusammen mit den städtischen Werken Borna eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert, die in den kommenden Tagen die Daten des Verkehrs erfassen soll.